Hallo und herzlich willkommen hier wieder zu einer neuen Folge hier auf dem GSQR.net Minecraft Server. Wie ihr schon seht, es ist ein bisschen viel gegangen. Ja, wirklich sehr, sehr viel. Auf dem Server hier. Wirklich, ich glaube, so viel gab es hier noch nie. Den Unterschied wirklich. Gravios Jäger war an einem Sonntag sehr, sehr aktiv und hatte wirklich ein Haus nach dem anderen das Grundgerüst hochgezogen. Nur das Grundgerüst, es ist aber eine scheiß Heidenarbeit. Wirklich, so ein Haus wirklich mal hochzuziehen und ja, ich heiße euch willkommen im achten Part mittlerweile schon. Das ist echt Hammer. Muss ich wirklich sagen, da geht was, da geht was. Und auch weiter so, weiter so, weiter so. Es ist echt viel. Muss ich schon sagen. Ah, ist es wieder. Dachte schon jetzt. Was, wie? Abgeschmiert? Nee, natürlich nicht. In der letzten Episode, ganz am Schluss, wir noch ein bisschen über Jetpack macht auch Soldaten Supersprinter. Wenn das nicht cool ist. Ja, ich habe auch nicht so gerade den Überblick hier, aber ich lese einfach mal vor. Flügel verleiht er nicht. Der neue Düsenrucksack, den die Arizona State University im Auftrag der US-Rüstungsagentur DARPU entwickelt hat. Es ist ja nicht so, dass die Amerika bzw. die USA schon nicht genügend Geld in die Entwicklung bzw. in die Armee steckt. Nein, nicht, nee, nee. Nichts dergleichen ist wahr. Sie haben sehr, sehr viel in Entwicklung. Und ich finde das natürlich auch, wieso nicht, kann man machen. Aber er macht nicht wenig trainierte Läufer schneller. Die vom angehenden Ingenieur Jason Cresters erdachten Apparatur wird am unteren Teil des Rückens getragen. Untere Teil, also so Rücken, ich glaube so Bauchhöhe, vielleicht irgendwo dort. Sixpack im Speckmantelhöhe, genau, der Bierbauch. Er wird ein bisschen geschoben. Das Rücken getragen und verfügt über zwei Triebwerke, die einen regelmäßigen Schub erzeugen. Ziel des 4mm genannten Projekts ist es, Läufern zu ermöglichen, eine Meile in 4 Minuten zurückzulegen. Wow. Also 1,5 Kilometer in 4 Minuten? Wie? Das ist machbar. Schon normal. Ist wirklich. Also ich schaffe, kann man sagen, für ein Kilometer heißt drei Viertel, bisschen mehr, bisschen, glaube ich, weniger mehr. Auf jeden Fall für 1500 eine Minute zu brauchen, 4 Minuten zu brauchen, und ich brauche dann für einen Kilometer, also 1000 Meter, knapp 3 Minuten 23. Ja, ein bisschen mehr ist es schon, aber jetzt auch nicht gerade so das Ding. Also ich glaube, eher Amerikaner ist einfach ein bisschen zu fett, und dafür ist es schon gut. Logischerweise in speziellen Kapazitionen auch Gewicht, Geschwindigkeit verhelfen. Akkubetrieb. Kerstin hat den Turbo-Prototyp in seiner eigenen Schweißwerkstatt selbst gebaut. Der Aufbau ist einigermaßen simpel. Mit Akkustrom werden Propeller angetrieben. Aha, nur Propeller. Ich dachte jetzt schon riesen Dinger, aber war nur dann eben einfacher. Er wird damit Schub generiert. Er hat eine Schubmenge bis 15% des Läufergewichts entspricht. Ach so, noch 15% mehr. Wow. Das heißt einfach, es bewegt einfach alles 15% in die Höhe. Wenn alle das Ding haben, sind wir wieder im gleichen Ort wie vorher. Einfach, die haben 15% mehr Geschwindigkeit. Aber alle. Ideal ist, weniger hätte keine
einen Effekt mehr. Also wenn er Leute zu Boden fällt, ist natürlich logischerweise. Das 4mm Jetpack könnte den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen, erklärt Kiestas in Obing, also in einem Video. Er hofft, dass seine Verbindung an Soldaten angebracht wird. Das ist zwar cool, aber es geht jetzt. Also ich meine, ein bisschen rumrennen kann ja jeder. Aber das Ding ist schon cool. Man muss wirklich sagen, man kann da was damit machen. Aber ob das jetzt wirklich gerade so tauglich ist, naja. Ich frage mich schon im Krieg, wegen Rennen und so. Wie soll das funktionieren, wenn da noch Propeller da hinten sind? Also irgendwie, das ist. Da rennst du ja noch mehr mit, da ist noch Gewicht da hinten dran, wenn du noch mehr rennen musst. Und ob da wirklich die 15%, herausgeholt werden, das ist noch die Frage. Aber, wenn man es mal so ansieht, ich habe gerade so eine Infoliste am Laufen, für eine Meile 5 Minuten und 20 Sekunden, das ist ja echt lahm. Und mit dem Ding 5 Minuten 2, aber das ist echt scheiße, so zu rennen. Ich würde mir da Kacke machen. Ich würde da absaufen, ey, mit diesem Ding. Nee, das geht bei mir nicht. Und eine weitere Nachricht. Der, okay, es ist zwar, nicht so spannend. Ich gehe mal hier, genau. Es gibt da logischerweise auch Spiele auf den, wenigen verbreiternden Plattformen. Wie, also, ich sag jetzt mal, Handys und Nahtests sind ja eigentlich auch schon sehr, sehr verbreitet. Aber es sind immer noch, die Sachen, die immer noch weniger, ich sag jetzt mal, von mir aus, ich finde die nicht so prickelnd, an einem Handy in einem kleinen Bildschirm zu schauen. Okay, es gibt Handys, die sind riesengroß, aber wirklich, was bringt dir das? Ein Handy ist eigentlich da zum Telefonieren. Primär. Und, was will man noch mit einem riesen Bildschirm da machen? Aber, wir kommen hier mal, back to bed. Also, du musst jemandem in sein Schlafzimmer zurückbefördern, also beziehungsweise in sein Bett zurückbefördern. Das iOS-Game Back to Bed entführt die Spieler in einen von Salvador Dali angehauchten Traumlandschaft. Aber Obacht! In diesem Spiel fällt man schnell ins Bodenlose. Sehr, sehr schön eigentlich. Bob ist ein wandernder Albtraum. Der verschlafene Protagonist des Spiels Back to Bed leidet an Narkolepsie, auch bekannt, glaube ich, unter Schlafwandel. Also da bekommt er eigentlich, der ist zwar der Hauptcharakter, aber der bekommt eigentlich gar nichts mit vom Spiel, weil er, der hatte sozusagen immer, der schläft die ganze Zeit. Das ist eigentlich für ihn kein Spiel, sondern Schlaf. Ich will auch ein Spiel haben, dass ich schlafe. Wirklich, das ist cool. Ein Spiel, dass man schlafen kann, will ich auch mal haben. Das ist geil. Wirklich. Und wir bauen, also ich baue jetzt hier gerade auf Minecraft, glaube ich, die Hausdächer und Co. Und auch Greeny kommt dazu, ein Server-Admin. Also Admin, glaube ich, irgendwie, ja, ein höher gestelltes Tier vom Server her. Und wir haben knapp die ein Drittel durch. Ach du heilige Makrele. Zurück zu Back to Bed, was ich Ihnen auch heute irgendwann mal gehe. Die Charaktere wandern durch surreale Traumwelten, inspiriert von Künstler wie vorhin genannt, Salvador Dali, MC Escher und David Lynch. Immer mit einem Ziel. Bob soll den Weg zurück in sein Bett finden. Auf dem Weg dahin lauern aber viele, viele Gefahren. Fiese, schlagerische Wasserfälle und Wecker, den es auszuweichen gibt. Wecker? Wirklich? Und genau, wegen Minecraft hier. Hier versucht wirklich der Spieler hier das Feld zu löschen, was jemand wieder mal gegrieft hat. Und wirklich, Leute, macht bitte nichts. Wenn ihr wirklich spielen wollt,
bitte grief nicht. So ein schönes Projekt allgemein, Leute, die wirklich ein Projekt wirklich schreiben, machen können, tun lassen, soll man irgendwie nicht griefen, und ich finde es einfach nicht korrekt, dass man wirklich grieft. Es gibt ja wirklich solche Leute, die finden das toll, und naja, ich finde es eher nicht so der Burner, aber ist ja nicht mein Ding. Zurück zu Bob. Die Route von diesem Bob kann mit Hilfe von Äpfeln, Fischen und anderen Gegenständen, die in der Traumwelt herumliegen, manipuliert werden. Das heißt, im Schlaf reagiert dieser Typ, der Bob, auf Esswahn. So eine Art Homer Simpson 2.0. Einfach in Schlafform. Trifft Bob auf ein Hindernis, dreht es sich im Uhrzeigersinn. Während die Steuerung auf dem iPhone etwas Fummelarbeit benötigt, funktioniert die Navigation von Zubob auf dem iPad problemlos, weil der Bildschirm größer ist, logischerweise. Back to Bed für iOS, 4 Franken. Wart insgesamt 60 Level. Davon 30 im Albtraummodus. Die wesentlich komplizierter sind, entwickelt das Indie-Spiel von dänischen Designern und Studenten. Finde ich eine super Idee, wirklich. Mehr will ich eigentlich auch gar nicht dazu sagen. Da könnt ihr später irgendwo mal das Ding downloaden oder einfach selbst irgendwann mal zuschauen. Ich will hier eigentlich... Ach so, das ist die Haupttitelseite. Ich vlog. So, ich suche mir wirklich ein paar Informationen noch raus hier aus dem Tageszeitung, dem Tagesanzeiger und etlichen Zeitungen, weil man will ja auch ein bisschen informativ bleiben. Oh, da haben wir noch was, da haben wir noch was, da haben wir noch was. So, ihr kennt doch alle die Suchtmittel und die für kranke, schwerkranke Leute auch zugelassen sind. Ob dennoch diese illegal sind, im Großen und Ganzen. Aber Italien baut Cannabis für Schwerkranke an. Kann man so oder so sehen. Mir ist es egal, wirklich. Das soll Italien selber da Raum schauen, was man hier so machen kann. Aber die italienische Armee übernimmt im Auftrag des Gesundheitsministeriums den Anbau von Cannabis für medizinische Zwecke und Produkte. Medizinische Projekte, Produkte und Co. Na, das kann ja heiter werden, wenn mir da jemand kommt und sagt, ja, das ist für medizinische, juckt mich nicht, was er sagt. Es handelt sich um eine Maßnahme ausschließlich zum Wohl der kranken Kinder und der stiefmütterlich behandelten Großväter. Ja, genau. Dort unterzeichnet sie, also die Gesundheitsministerin Beatrice Lorenzin unterzeichnet mit Verteidigungsministerin Roberta Pinotti eine entsprechende Übereinkunft. Demnach sollen mit dem heimischen Marihuana Medikamente entwickelt werden, die bislang teuer und aufwendig importiert werden müssen und so die Sozialkosten belasten. Die Pflanzenzucht übernimmt eine pharmazeutische Betrieb der Armee in Florenz. Da war ich doch letztens irgendeinmal. Nicht, dass ich es mitgenommen hätte. Da war es nicht noch, war es noch illegal. Armeebedarf. Also, wo lange Zeit Medikamente für den Armeebedarf hergestellt wurden und inzwischen auch für den freien Markt produziert wird. Die Kapazität der Armeewelt sind oft unbekannt oder werden unterschätzt. Also, die brauchen mehr Cannabis und Drogen, um die Leute in der Armee natürlich auch auf Laune zu halten, damit die nicht weglaufen. Ja, gut. Die ersten italienischen Cannabis-Medikamente sollen nach
noch im kommenden Jahr auf den Markt kommen, heißt 2015. Der Jahresbedarf in Italien wird von den Ministern auf 80 bis 100 Kilogramm Cannabis geschätzt. Wirklich so wenig? Also, ich denke, da liegt ein bisschen mehr dahinter. Ich denke wirklich, es ist ein bisschen mehr als nur 80 bis 100. Weil da die schwarzen Zahlen ein bisschen größer sind, sage ich jetzt einmal so, pipapo Mexiko daraus. Und noch was ganz Schlimmes, also schlimm wirklich wieder ein Hurricane. Man will ja, wenn nur ein Hurricane kam, will man ja Hilfsgüter und Co. liefern. Dies geht aber nicht, weil man die Hauptbrücke oder die Hauptstraße, die dahin führen könnte, einfach so in den Bach eingestürzt ist. Es geht um Hilfsgüter für den Hurricane-Region in Mexiko. Nach dem Durchgang von Hurricane Odile bringt die mexikanische Marine Lebensmittel und Trinkwasser in die von den Wirbelsturm schwer beschädigte Region Baja California Sur. Das teilte die Marine in der Nacht auf Donnerstag der Ortszeit mit. Logischerweise, doch zuvor waren aus dem Hurricane-Region Plünderungen gemeldet worden. Das Militärschiff Zapateco sollte in Mazatlán, im Bundesstaat Sinaloa, beladen werden und bei seiner ersten Fahrt 500 Tonnen Hilfsgüter in der Stadt La Paz transportieren. Hieß es. Doch ob dies angekommen ist, weiß niemand. Unterdessen flogen die Streitkräfte über eine Luftbrücke immer mehr Touristen aus den Ferienregionen am Pazifik aus. Heißt, es geht immer weniger. Bis Mittwochabends wurden etwa 5000 Menschen in Sicherheit gebracht, nachdem Odail am Montag mit über 200 km pro Stunde in Los Gabos auf Land getroffen war. Saßen fast 30.000 Touristen in der Region West. Abgesehen von den Einheimischen. Ist noch viel schlimmer, weil die Einheimischen haben ja dann ihr Land sozusagen verloren. Die Touristen können da immer noch wieder zurückreisen und sagen, ist mir eigentlich scheißegal, da bin ich nicht. Ja, bin ich nicht eigentlich involviert, weil wir wohnen ja in einem anderen Land. Aber desto trotz ist es einfach scheiße blöde, weil da niemand irgendwie da helfen kann anscheinend. Der Zivilschutz richtete Notunterkünfte für über 11.000 Menschen ein, die wegen des Sturms ihre Häuser verlassen mussten. In La Paz wurden die Stromversorgungen für etwa ein Viertel der Bewohner wiederhergestellt, wie die Elektrizitätswerke mitteilten. Im Norden der Region waren 60% der Haushalte wieder am Netz. Weiter südlicher bildete sich bereits der nächste Hurricane Polo. Marco Polo befand sich am Donnerstagmorgen Ortszeit rund 265 Kilometer südwestlich von der Hauptstadt Manzanillo im Pazifik. Der Wirbelsturm der niedrigsten Kategorie 1 dürfte in den kommenden Tagen an der Westküste Mexikos für heftigen Regen sorgen. Den Prognosen zufolge trifft er allerdings nicht auf Land. Also nur Regen, der Polo. Ist eigentlich auch super. Nur Regen für einen Hurricane ist wirklich toll und wirklich super. Also ein Hurricane kann wirklich schmerzhaft sein. Wirklich, wirklich, muss man wirklich sagen. Au, au, au mit der Zeit. Und das ist einfach nicht schön. Man merkt, ich bin müde. Ich muss wirklich langsam wieder ins Bett, weil ich wieder um 5:30 aufgestanden bin. Es ist echt schlimm, wirklich schlimm, 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 schlimm. Aber nichtsdestotrotz will ich euch hier wirklich ein bisschen informieren über andere Sachen. Und da haben wir auch schon wieder was. Recycling der Großverteiler begrüßt. Seit Anfang Jahr nehmen nebst Mikrofilialen auch Grobfilialen zusätzlich
zu den PET-Getränkeflaschen weitere Plastikflaschen zurück. Die Schweizer Gemeinden sowie Vertreter der Abfall- und Recyclingindustrie befürworten die Initiative der Großverteiler. Die Separatsammlung von Kunststoffflaschen mit Deckel als Ergänzung zur etablierten Sammlung von PET-Getränkflaschen Polyethylen, Telephthalat, glaube ich zumindest, ich habe keine, das T weiß ich nie, teilt der Verband Kommunikale Infrastruktur OKI, der Schweizer Städte von Gemeinden, der Verband der Recycling-Organisation Swiss Recycling und der Verband Betreiber Schweizer Abfallverwertung am Donnerstag mit. In der Recyclingwirtschaft hätten sich Sortenreinheitssammlung bewährt, heißt es weiter. Es ist aber erst erstrebenswert, dass in der ganzen Schweiz ein einfaches und verständliches Modell eingeführt wird. Sozusagen eine Norm. Wirklich eine Norm, wie da was alles funktionieren wird, wäre eigentlich am schlauesten. Muss man wirklich sagen. Für die Gemeinden fällt dank der Initiative des Detailhandels keine zusätzliche Aufwand an. Der Aufbau der dafür notwendigen Infrastruktur käme teuer, sagte Oki. Oki. Geschäftsführer Alex Bokovecki. Auf Anfrage der Nachrichtenagentur SDA, ich habe keine Ahnung, wie es ausspricht. Man wolle zudem keine zusätzlichen Säcke am Straßenrand. Das System hat sich bereits bei den PET-Flaschen bewährt, sagte. Was? Hä? Man will keine zusätzlichen haben, weil ich habe keine Ahnung. Okay. Ein Ausweiten auf das Sammeln von gemischten Kunststoffarten, wie es etwa in Deutschland praktiziert wird, lehnten die Verbände hingegen ab. Wenn von Folien bei Plastikflaschen alles gesammelt werde, müssten die Hälfte wieder verbrannt werden. Die Methode käme wieder zu teuer. Es geht doch immer nur ums Geld. Ja. Es ist einfach nicht mehr das, was es früher war. Und noch etwas ganz, ganz Kurzes für den Schluss der 2 Minuten. Ach nee, das ist ein Riesenthema. Aber ich würde es einfach mal sagen. Die diesjährige Obsternte ist vielversprechend. Den Schweizer Konsumenten vermag sie aber nicht zu decken. Weil Schweizerinnen und Schweizer zu wenig Äpfel essen? Was? Die diesjährige Äpfelernte ist vielversprechend, denn Schweizer Konsumenten Konsum vermag sie aber nicht zu decken. Weil Schweizer und Schweizerinnen zu viel oder was essen? Ich hab das, naja, okay. Ich sag hier mal nichts dazu. Ja, so. Hä? Geht nicht. Okay, ich sag nichts. Ah. Hätte besser laufen können. Aber. Ich verstehe es eh nicht. Wir essen zwar zu wenig, aber gemäß der Schweizer Obstverband werden natürlich wöchentlich pro Person 2 Äpfel verzehrt. Käme ein Dritter pro Woche dazu, gäbe es zu wenig Schweizer Tafeläpfel. Wow. Also wenn wir 3 Äpfel pro Tag essen, gäbe es wirklich zu wenig. Ist natürlich logisch, aber... ja, nicht logisch. Essen wir so viel? Ist zwar eigentlich wenig, aber... Ja, Eigenproduktion ist nicht so viel und daher würde ich mal sagen, es reicht eher nicht. Aber liebe Leute, das waren auch schon wieder die 24 Minuten, die ich hier durchlabern kann. Ich wünsche euch wirklich noch viel Spaß. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr mal hier wirklich vorbeischauen wollt, könnt ihr auf dem gsquare.net-Server das machen. Wir sind dann auch wieder jeden Mittwoch auf dem Server. Circa 1-2 Stunden voller Freude und Frohlust. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Super. Schönen Abend, schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.